oaad.de. One every day keeps the doctor away. Moin moin, servus, grüezi und hallo und willkommen zur neuen One Up A Day Folge mit einer Android-App, der App Quality Time, die digitale Diät. Größe, aktuelle Versionsnummer und erforderliche Android-Versionsnummer variieren je nach Gerät. Die App an sich ist gratis, aber um zum Beispiel mehr Funktionen zu haben und Werbung zu entfernen, müsst ihr einmalig 6,99 Euro zahlen. Das als In-App-Kauf finde ich vollkommen in Ordnung. Bei 12.014 Gesamtbewertungen eine Durchschnittssternebewertung von 4,2 Sternen. Quality Time ist eine unterhaltsame, visuell ansprechende Android-App, die es Ihnen erlaubt, Ihre verbrachte Zeit am Smartphone und in Ihren Lieblings-Apps in Echtzeit und Statistiken zu beobachten. Quality Time bietet eine einzigartige und tiefgehende Analyse Ihrer Telefonnutzung, indem Sie über Ihre Gesamtnutzungszeit, die Nutzung einzelner Anwendungen oder darüber, wie oft Sie den Bildschirm frei halten, also entsperren, buchführt und Ihnen die zusammenfassende Information über Ihre stündliche, tägliche und wöchentliche Nutzung bietet. Sie können unterschiedliche Quality-Time-Profile anlegen und so selbst bestimmen, wie umfassend Sie sich während Ihrer Smartphone-Pausen von Ablenkungen abschirmen möchten. Oder Sie verbinden sich mit dem Internet of Things, um sich bei regelmäßiger Nutzung Ihres Telefons warnen zu lassen. Das geht wohl dann irgendwie über IFTTT, also dieses Internet-Ding. Ihr habt halt die Smartphone-Chronik, ihr habt die Gerätenutzungsalarme, wenn ihr irgendwie zu viel oder wie oft man zu oft den Bildschirm freischaltet. IFTTT-Unterstützung, sammelt alle blockierten Benachrichtigungen während ihrer Auszeiten, sodass sie nichts Wichtiges verpassen. Und so weiter und so fort. Also im Endeffekt zeigt euch die App an, wie häufig ihr das Smartphone nutzt, wie häufig ihr die einzelne Apps nutzt, wie häufig ihr das Ding entsperrt, das alles in einer übersichtlichen Timeline, das sieht auch alles ganz gut aus. Ich habe das jetzt eine Weile verwendet. Was stört mich, kann ich euch sagen, wenn man die angezeigte Benachrichtigung im in der Leiste, also oben, was man halt runterzieht, deaktiviert, dann schließt sich die App nach einer Weile. Jedenfalls auf dem Honor 9. Also die Benachrichtigung muss aktiv sein. Die da oben zu haben, eigentlich ist es egal, ob die da oben ist, aber mich stört das. Zweiter Punkt, das stört mich nicht, aber das habe ich für mich erkannt. Ich brauche das nicht. Ich brauche auch irgendwann im neuen iOS das nicht, dass das angezeigt wird. Und wenn ich Android 9 hätte oder ein Gerät mit Android 9, dann bräuchte ich auch das wie auch immer das heißt, also was euch halt die Nutzungszeit systemmäßig anzeigt, bräuchte ich auch nicht. Ich weiß im Endeffekt, wie häufig ich das nutze und ich muss auch nicht sehen, ich muss diese Infos nicht sehen, Punkt. Einfach, mehr gibt es dazu nicht zu sagen, aber das ist meine persönliche Meinung. Quality Time, die digitale Diät, macht genau das, was man soll. Und wenn ihr kein Android 9 Gerät habt, wo das angezeigt wird, kein Pixel, kein was auch immer, dann schaut euch die App an, wenn ihr daran Interesse habt. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App A Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.